Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zum, ich würde ja schon fast, was die Lichtlage angeht, sagen, zum frühen Abend. Ich freue mich, dass wir die Session von Frau Anni Dörfle hören, mit Scoobies in eine digitale Lernkultur starten. Die Präsentation sehen Sie bereits. Ich verschwinde gleich in den Hintergrund und unterstütze Sie technisch, so gut es geht. Wenn Fragen sind, bitte schreiben Sie sie in Chat. Bei inhaltlichen Fragen empfehle ich, wir hören uns den Vortrag an. Frau Dörfle schaltet die Präsentation ab und dann können Sie auch Ihre Fragen im Chat stellen. Wir beide schauen dann drauf und nutzen die Zeit. Jetzt eine halbe Stunde Vortrag. Wir können maximal 5 Minuten überziehen, dann werden wir alle rausgeschmissen. Da haben wir alle gar keinen Einfluss drauf. Aber jetzt erstmal vielen Dank, Frau Dörfle, dass Sie da sind und die Audience gehört Ihnen. Vielen Dank, herzlich willkommen, danke, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Anni Dörfle und ich bin die Mitgründerin von Scoobies. Bei uns geht es jetzt darum, zu hören, was Scoobies ist, worum es bei Scoobies geht. Wir sind eher im schulischen Kontext tätig, arbeiten aber mit unterschiedlichen Unis zusammen und freuen uns, wenn man Scoobies gerade im Bereich Pädagogik, für die Lehramtsstudiengänge, für die Studierenden und Studierenden, die im Bereich und in der Uni für die Schule sich ausbilden lassen, wenn man da jetzt mehr über uns erfährt. Studierende können mit Sicherheit auch Scoobies nutzen. Wir wurden auch schon von unterschiedlichen Bildungsträgern gefragt und auch in der Erwachsenenbildung, ob Scoobies nicht auch was für agiles Arbeiten dort in diesem Bereich wäre. Insofern bin ich gespannt, was Sie jetzt von dem Tool halten, das ich Ihnen gerne vorstelle. Scoobies ist ein digitales Tool und es geht darum, handlungsorientiertes Lernen, dynamische Lernwege gestalten und umsetzen zu können. Wir haben eigentlich 3 Schwerpunkte. Wir sagen, wir wollen Lernen für jedes Alter verändern. Das soll einzahlen in den Bereich lebenslanges Lernen. Wir sind nicht auf eine bestimmte Schulform oder einen Lernort beschränkt. Wir wollen außerschulische Lernorte und Schule zusammenbringen, Studierende, die in Praxissemestern, im Referendariat mit digitalen Tools arbeiten wollen, dazu animieren, dass sie auch Scoobies ausprobieren. Denn bei uns geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler im Lernen begleitet werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen chancengleich lernen, stärkenorientiert anhand ihres Lerntyps und vor allen Dingen eine Möglichkeit haben, Eigenverantwortung zu übernehmen. Auf der anderen Seite, als Studierende, als Lehrpersonen soll es die Möglichkeit geben, gibt es verschiedene Ansätze in Scoobies, wie Lernen begleitet werden kann und wie man die individuellen Fähigkeiten auch kompetenzorientiert für die Schülerinnen und Schüler in Scoobies nachvollziehen kann und hier auch ansetzen kann, um dynamisches Lernen zu ermöglichen. Das Ganze soll passieren mit zeitgemäßen Lerninputs. Das heißt, dass außerschulische Bildungsorganisationen, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Zukunftskompetenzen ein wichtiges Thema sind, um das Gesamtprinzip von zeitgemäßer Lernkultur umsetzen zu können. Und hier setzen wir auch an und arbeiten bereits mit außerschulischen Bildungsorganisationen zusammen, die uns unterstützen, dass Scoobies ein Tool ist, um einen Transformationsprozess von starren Lernstrukturen voranzutreiben und hier auch unterstützend wirken zu können. Wir haben das Tool zusammen mit 3 Schulen entwickelt, mit der Gesamtschule Höscheid, der Rechtsberg-Gesamtschule Marburg, der Prismaschule Langenfeld im Rahmen eines Schulnetzwerks in Nordrhein-Westfalen 2018 und haben das 2019 in einem Prototyp-Testing in den Schulen getestet und danach das Tool weiterentwickelt und sind letztes Jahr zum Lockdown der Schulen in einen Soft-Launch gegangen und Ende des Jahres in eine offene Beta-Version letztes Jahr gegangen und haben es für weitere Schulen und außerschulische Lernorte geöffnet. Die Gründerin Lena Spark und ich kommen nicht aus der Pädagogik, sondern aus der Softwareentwicklung und die Lena, ich komme aus der Softwareentwicklung und Lena ist Volljuristin und wir waren Anfang des Jahres mit dem Tool
mehrmals im Fernsehen zu sehen. Einmal gibt es eine Dokumentation, die heißt Homeschooling 2.0 über die Richtsberg-Gesamtschule Marburg und ihren Weg in die Transformation, in ganz offene Lehr- und Lernsettings. Und da war Scoobies auch ein Teil. Und bei ZDF Wieso waren wir Anfang des Jahres. Und das hat dazu geführt, dass wir eine große Sichtbarkeit haben. Das hält bis heute an. Und sind deswegen von vielen Schulen und Bildungsorganisationen angesprochen worden, ob wir bei dem Transformationsprozess und der Einführung einer zeitgemäßen Lernkultur unterstützen können. Der Ausgangspunkt von Scoobies waren die Lernkonzepte von reformpädagogisch arbeitenden Schulen. Sie sehen hier drei Schwerpunkte aus den Schulkonzepten der Konzeptschulen von Scoobies. Die Gesamtschule Höscheid, man kann es hier schlecht lesen, ich skizziere es ganz kurz, hat das Grundprinzip, dass jedes Kind Schlüsselkompetenzen hat und anhand von Kompetenzen Lernentwicklungen erfahren soll. Und das einmal durch individualisiertes Lernen, durch Lernen in der Gruppe und durch Lernen an eigenen Interessen. So ist das Schulkonzept aufgebaut und die Fächerkonstellation. Und das machen sie im jetzt achten Jahr, ist eine Schule im Aufbau. Die Richtsberg-Gesamtschule Marburg hat das Perlenwerk, das Konzept eingeführt 2018. Perlenwerk steht für personalisiertes Lernen mit Werkstätten. Sie sehen hier die Lernlandschaft an der Richtsberg-Gesamtschule in Marburg. Dort arbeiten die Schülerinnen und Schüler auch mit den Tablets entweder im Lernatelier oder in der Lernlandschaft. Und dort haben die Lehrerinnen und Lehrer die ersten Lernlandschaften selbst gebaut und sind ganz aktiv dabei, Lerncoachings mit den Schülerinnen und Schülern in Lerncoachings mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten anhand ihrer individuellen Fähigkeiten. Die Prisma-Schule Langenfeld hat das, was man heute oft unter dem Friday kennt, schon seit vielen Jahren in ihrem Schulkonzept neben den Lernbüros und auch den Werkstätten und sind dort im Prisma-Tag am Mittwoch sehr daran interessiert, dass die Schülerinnen und Schüler projektorientiert lernen. Sie sehen die Praxis, die Praxiserfahrung dieser Schulen im Bereich Transformation ist sehr umfassend, lange auch vor Corona und vor der Debatte der Digitalisierung analog eingeführt und durch den Wunsch und die Dringlichkeit, Arbeitserleichterung zu erfahren, dann mit dem Schritt auf uns zugekommen, auf Lena und mich und mit der Bitte, ob wir dabei unterstützen könnten, ein digitales Tool mit zu begleiten, dass diese Formen, diese offenen Lernsettings in irgendeiner Form digital managen kann. Wir werden abgesehen davon auch wissenschaftlich begleitet. Wir haben Mentorinnen, einmal der Bauhausplatz München unterstützt uns mit der Professor Dr. Uta Haug-Thum, die dort im Bereich Kultur der Digitalität forscht, Professor Dr. Gerlind Große von der LEMO Leipzig oder die Uni Wuppertal mit Jennifer Steckel, die im Bereich selbstgesteuertes Lernen forscht, ist bei Scoobies mit dabei, sind alle bei Scoobies mit dabei und überlegen mit uns zusammen, was ein Tool können muss, das eine Transformation von Lern-Lernprozessen möglich ist und auch die Studierenden an diesen Unis nutzen Scoobies für Praxisarbeiten, für Projektarbeiten, für Praxisphasen, um auch eine Auseinandersetzung mit einem digitalen Werkzeug schon zu erfahren im Studium. Wir haben unterschiedliche Unis, die uns gefragt haben, ob sie uns nutzen können in der Erprobungsphase. Und Sie sehen hier den OECD-Lernkompass ganz kurz. Das ist das Rahmenkonzept der OECD, wie schulisches Lernen im Jahr 2030 aussehen soll. Der OECD-Lernkompass sagt, dass im Zentrum der Lernerfahrung für die Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen stehen und der Wissensstrang Wissen als Strang erweitert wird durch Skills, Werte und Haltungen. Mit Skills sind überfachliche Kompetenzen gemeint, wie Teamfähigkeit, Präsentationsfähigkeit, sozio-emotionale Kompetenzen, die im schulischen Lernen eine wichtige Rolle spielen müssen, genauso wie das Schülerinnen und Schüler durch kooperatives Lernen, durch exploratives Lernen sich mit Lernthemen auseinandersetzen und dadurch auch die Möglichkeit haben, eigene Werte und Haltungen zu erreichen. Und
hier ist Scoobies, ist eine Vision von Scoobies auch, dass wir diese Form der wissenschaftlichen Begleitung so nutzen, um ein Tool zu bauen, das wirklich Schulen und Lehramtsstudierenden dabei unterstützen kann, in eine zeitgemäße Lernkultur leichter zu kommen. Die Mission von Scoobies ist, dass wir den Lernenden in das Zentrum von Handlungen stellen. Sie sind links, die Lehrpersonen arbeiten in Scoobies kollaborativ zusammen. Die Lernthemen, die von der Lehrperson erstellt werden, sind den Kollegen und Kolleginnen in dem Moment, wo sie freigeschaltet sind, auch zur Verfügung gestellt, sodass sich sehr schnell eine Schulbibliothek bildet und das raus aus dem Einzelkämpfertum so eine Grundhaltung ist, wenn man Scoobies nutzt, weil das System es einfach von vornherein so vorsieht und sehr niederschwellig möglich macht, dass man Materialien tauschen und teilen kann. Im Mittelpunkt stehen die Schülerinnen und Schüler, die entweder mit individualisierten Lernwegen oder auch kooperativ zusammenarbeiten und durch Feedbacks von den Lehrpersonen begleitet werden, die dann in die Rolle von Lernbegleitenden rutschen. Sie sehen hier vier Stränge, was Scoobies bietet, das Angebot von Scoobies. Sie sehen, abgesehen von den individualisierten, von der Möglichkeit, individualisierte Lernwege anzubieten, den Bereich Lerncoaching und Lernbegleitung und von uns noch in den nächsten Entwicklungszyklen angedacht, Formen, dass kooperatives Lernen und Projektlernen durch Schülerinnen und Schüler möglich wird. Und zeitgemäße Lehr- und Lerninputs in Scoobies festes Angebot werden, um schulübergreifend Material zu tauschen und teilen und zu nutzen, das zum Beispiel außerschulische Bildungsorganisationen zur Verfügung stellen. So sieht Scoobies für die Lernenden aus. Sie sehen hier ein Screenshot des Tools. Sie sehen, dass die Schülerinnen und Schüler sich Ziele setzen können, dass sie eine Rückmeldung geben, wie zufrieden sie mit ihrem Lernen sind, dass sie ihr Lernen planen und eine Wochenreflexion machen. Über diesen Bereich hier können die Schülerinnen und Schüler auf Materialien zugreifen, die sie als Lehrperson für sie freigeschaltet haben. Über diese Tabs können die Schülerinnen und Schüler in andere Lernformate kommen, um dort mit Materialien zu arbeiten. Und wenn man jetzt weiterschaut, so sieht das für Schülerinnen und Schüler aus, wenn sie ihr Lernen planen. Sie können sich Links, To-Dos setzen, die sie per Drag-and-Drop angelehnt an ein Kanban-Board in die Woche ziehen können und die Aufgaben, an denen sie fertig gearbeitet haben, entsprechend abchecken können, was dann dieses To-Dos, Doing und Dann-Prinzip ist, was die Schülerinnen und Schüler sehr positiv aufgreifen und hier schon ein aktives Tool, eine aktive Teilhabe auch haben und Möglichkeit haben, aktiv teilzuhaben und das dann auch selber eine Möglichkeit haben, in die Lernplanung zu gehen und sich zu organisieren. Hier auf dieser Seite sehen Sie jetzt auf der linken Seite die Wochenreflexion. Die Schülerinnen und Schüler geben den Lehrpersonen eine Rückmeldung, wie die Woche für sie gelaufen ist, auch bekannt als Wochenheft, was wir in digitaler Form hier haben. Die Schulen können das so konfigurieren, wie sie das benötigen. Und auf der rechten Seite unterschiedliche Maßnahmen, wie Lehrer und Lehrerinnen auf die Schülerinnen reagieren können, einmal durch eine Fremdeinschätzung durch eine Benachrichtigung oder auch durch Maßnahmen wie Stufen der Eigenverantwortung, dass die Lehrpersonen mit Lernenden vereinbaren, auf welcher Stufe der Eigenverantwortung der Schüler oder die Schülerin sich befindet, um entsprechende Freiheiten auch zu bekommen. Letztendlich wollen wir mit Scoobies in eine altersgerechte Oberfläche anbieten, Freiwilligkeit im Lernen anbieten, dass es ein Tool ist, wo man sich selbst organisieren kann und wo die Schülerinnen und Schüler mit den passenden Materialien und den Lerninputs, die für sie die richtigen sind, arbeiten können. Denn in Scoobies, zeige ich jetzt gleich, ist eine bestimmte Form, ist Lerndifferenzierung vorgesehen, dass Schülerinnen und Schüler entsprechend ihres Lernniveaus arbeiten können und innerhalb von Materialien trotzdem auch freiwillig sich aus verschiedenen Aufgaben, Inputs, die Sachen raussuchen können, die ihrem Lernbedürfnis entsprechen.
dass dadurch eine hohe Motivation erzeugt wird, sieht man an den Schulen, die mit Scoobies bereits arbeiten. Wir haben über 350 Schulen, die Scoobies gerade evaluieren, testen oder bereits in der Schule eingeführt haben. Und das, was wir von den Schulen zurückgespiegelt bekommen, ist, dass die Lernenden konzentrierter arbeiten, sich eine Struktur und Orientierung finden und auch einen großen Spaß daran haben, mit Scoobies zu arbeiten, das Tablet als digitales Werkzeug auch wahrnehmen. Das ist die Perspektive für die Lehrpersonen. Sie sehen in der Oberfläche, wir haben das versucht, ganz einfach und intuitiv zu gestalten. Sie sehen, dass die Lehrpersonen die Möglichkeit haben, auf die Materialien der Schule zuzugreifen, auf unterschiedliche Kompetenzraster, die angelegt wurden, oder eigene Kompetenzraster zu erstellen, dass über Lernende verwalten die Differenzierung eingestellt werden kann und im Lerntagebuch die Lernbegleitung, das Lerncoaching aktiv vorangetrieben werden kann. Und es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, zu sehen, wo die Schülerinnen und Schüler in ihren individuellen Lernwegen stehen. Und selbstverständlich, dass Lehrpersonen direkt darauf reagieren können. Hier ist ein Screenshot, wie man, wenn Schülerinnen und Schüler angelegt sind, die Differenzierung einstellen kann. Das erfolgt alles in einem Klick. Wenn die Schülerinnen und Schüler in einem bestimmten Standard arbeiten sollen, kann man das in diesem Bereich einstellen. Und den Schülerinnen und Schülern wird, sofern Materialien in dem gleichen Lehrniveau zur Verfügung sind, zum Beispiel für Förderpläne, für Deutsch als zweite Fremdsprache oder für Expertenpläne, diese dann direkt angezeigt, passend zu der Gruppe, in der sie eingestellt wurden. Das ist das digitale Lerntagebuch. Sie sehen hier die Schülerinnen und Schüler mit den Themen, an denen sie arbeiten, in welchem Lernniveau sie sind. Sie sehen, dass die Schülerinnen und Schüler an unterschiedlichen Themen arbeiten, auch unterschiedlich in der Lernentwicklung sind. Und im digitalen Lerntagebuch, in der Einzelansicht, können sie jetzt auf den Schüler oder die Schülerin jederzeit reagieren. Abgesehen von der Korrektur der Aufgaben können Sie in die Lernplanung sehen. Sie können eine Rückmeldung geben zu den Zielen, zu der Wochenreflexion oder ein Lerncoaching-Protokoll erstellen, das den Schülerinnen und auch Eltern freigeschaltet werden kann, sodass alle Beteiligten von Schule als Lernraum involviert sind und einen Einblick bekommen in die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler. Sie können als Lehrperson untereinander Notizen tauschen und teilen oder natürlich privat sich eine Notiz erstellen, sodass man auch eine Vereinfachung hat für Lehrpersonen in der Kollaboration. Abgesehen von der direkten Schnellanalyse, von der direkten Einsicht und der Transparenz in die Lernwege, können Sie mit unterschiedlichen Feedbacks den Schülerinnen und Schülern jederzeit eine Rückmeldung geben. Das Lerncoaching wird in einer digitalen Form möglich und Sie arbeiten kollaborativ zusammen. Und das soll alles einzahlen in den Bereich, dass Sie eine Entlastung erfahren können als Lehrpersonen im schulischen Alltag, denn Schule als lebende Organisation hat ja schon eine große Herausforderung im Schulalltag. Wenn es jetzt um Transformationsprozesse geht, ist die Frage, warum Scoobies? Sie sehen hier den Punkt, dass Scoobies hilft, in eine digitale Lernkultur zu starten. Sie sehen auf der einen Seite hier links die Oberfläche für die Schülerinnen und Schüler. Hier sieht man noch die Lernthemen, die den Schülerinnen und Schülern in den Fächern zur Verfügung stehen. Sie können daraus frei wählen, in welchem Thema sie weiterarbeiten wollen, wenn sie das als Schule in den offenen Lernsettings so umgesetzt haben bereits. Und auf der anderen Seite sehen sie jederzeit, wo die Kinder stehen, wo die Schülerinnen und Schüler stehen und können ihnen dabei helfen, ihre individuellen Fähigkeiten zu fördern und zu fordern und an anderer Stelle Maßnahmen zu ergreifen für Herausforderungen, wie zum Beispiel auch Peer Learning zu organisieren. Das kann man auch im Bereich des Lerncoachings machen, dass der Lernbegleiter den Schülerinnen und Schülern sagt,
dieser Mitschüler oder diese Mitschülerin könnten dir helfen, sodass eine direkte Interaktion möglich ist, man jederzeit sieht, wo stehen die Schülerinnen und Schüler und dass sie immer die Möglichkeit haben, niederschwellig auf die Lernentwicklung der Lernenden zu reagieren. Dadurch gelingt es, diesen Wechsel vom lehrerzentrierten hin zum lernerzentrierten Lernen umsetzen zu können. Denn im digitalen Lerntagebuch haben Sie die Möglichkeit zu sehen, wo steht das Kind, wer hat was gemacht, wer braucht vielleicht andere Aufgaben und wie kann ich kurzfristig im Lernen zu unterstützen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, auf den Schüler zu reagieren, jetzt auch mit dedizierten Feedbacks zum Wochenziel, zur Wochenreflexion oder natürlich auch eine Hilfestellung zum aktuellen Lernweg und der Lernentwicklung des Kindes durch die Input-Ergebnisse, durch die Lernergebnisse, die die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen. Hier sehen Sie, was für individuelle Feedbacks Sie geben können. Sie können vorgefertigte Sätze nutzen, die Sie als Schule konfigurieren können. Sie können ein Audio-Feedback geben. Dieses Zeichen ist hier noch nicht drin. Das ist in Scoobies jetzt möglich. Sie können ein Freitextfeld nutzen, um ein Feedback zu schreiben, eine Korrektur zurücksenden oder einfach auch ein Icon. Und das ist jederzeit möglich, entweder am Tag, in der Stunde oder auch in bestimmten Rhythmen, die Sie haben, je nachdem, wie Sie mit einem Korrekturfeedback umgehen wollen. Auf der anderen Seite können die Schülerinnen und Schüler Ihnen jederzeit zurückspiegeln, wie Sie mit den Aufgaben klarkommen, denn unser System fragt, wie zufrieden bist du mit dem Input, bist du mit dem Input klargekommen? Die spiegeln hier diese Smileys zurück, sodass Sie als Lehrperson jederzeit sehen, ob die Schülerinnen und Schüler denn auch mit der Aufgabenstellung und den Inputs gut klarkommen. Auf der anderen Seite können die Schülerinnen und Schüler mit Scoobies ein Tool nutzen, das ihnen eine Lernplanung ermöglicht, sodass sie eine andere Form der Organisation in der jetzt digital erfahren können. Wenn man von digitaler Didaktik spricht, zahlt Scoobies über die Schulbibliothek ein, dass Lehrpersonen kollaborativ zusammenarbeiten können. Pro Verfasser, pro Lerneinheit in der Schulbibliothek habe ich die Möglichkeit, auch die Materialien der anderen Urheber mitzunutzen in der Schule im Moment, sodass die Organisation von Lerndifferenzierung und von der Bereitstellung individualisierter Lernwege niederschwelliger, einfacher möglich ist, als es bislang der Fall ist. Alle arbeiten mit den gleichen Eingabemasken, mit den gleichen Aufgaben, Lerninputstypen, die man als Schule auch selbst bestimmen kann. Die Schülerinnen und Schüler haben Möglichkeiten auf die Sozialform, auf die Aufgabentyp, das Einblick zu haben, dass sie auch wiederum als Schule festlegen können, individuell, sodass es wirklich abgesehen auch von der Nutzung und der Lerndifferenzierung in der Kollaboration, dann auch in der Begleitung noch Möglichkeiten gibt im Lerntagebuch, hier ganz plakativ und direkt zu sagen, man kann mit so einem Tool dann raus aus dem Einzelkämpfertum kommen. Die Lernbegleitung ist in Scoobies von vornherein als Bedarf der Schulen an uns herangetragen worden, dass man als Lerncoach, als Lernbegleitende die Möglichkeit haben muss, über ein Fach hinweg Einblicke zu haben in die Lernentwicklung der Kinder. Deswegen sehen Sie hier Deutsch, Englisch und Mathe in einem Lernformat wie Lernzeit oder in Werkstätten, dann auch die unterschiedlichen Werkstätten parallel aufgeführt, sodass man sieht, welches Kind sich wo eingecheckt hat und damit eine Oberfläche, die eine Form von Lernerzentrierung und Selbstorganisation und der Nachverfolgung überhaupt erst möglich macht. Auf der anderen Seite die Verknüpfung zwischen außerschulischem Lernort und Schule, dass man die Möglichkeit hat, Materialien, von Experten und Expertinnen der außerschulischen Lernorte kommen, auch direkt in Schule zu bringen und hier diese beiden Formen von Lernen zusammenzunehmen und den Schule auch als Lernraum ganz anders nochmal zu füllen. Das meine Abschlusslights. Wir sagen, dass wir mit Scoobies
eine Organisationsmöglichkeit geschaffen haben, die eine digitale Didaktik ermöglicht, dass sie durch regelmäßige Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler sehen können, wo sie stehen, wie es ihnen geht, wie sie mit ihrem Lernen und ihrem Arbeiten zurechtkommen und auf der anderen Seite jederzeit mit Feedback reagieren können und Schülerinnen und Schüler auch gemeinsam lernen sollen im Team. Die Lehrpersonen arbeiten nicht mehr alleine, sondern auch im Team und der Lernort Schule öffnet sich und das Tool selbst ist auf Eigenverantwortung der Lernenden ausgerichtet, soll den Lernenden in das Zentrum von Handlung stellen und da einen Paradigmenwechsel in Schule ermöglichen können. Und der Bereich Inklusion, das wird uns von Schulen immer wieder berichtet, dass es eine ganz tolle Chance ist, dass alle Kinder, wenn sie ein digitales Endgerät zur Verfügung haben und in der Oberfläche von Scoobies arbeiten, mit der gleichen Oberfläche arbeiten. Sie sehen alle die Themen und hinter den Themen sehen sie dann unter Umständen mehr oder weniger Inputs, aber zum Ende einer Lernphase, eines Lernthemas sind die Schülerinnen und Schüler alle ungefähr gleich weit vorangekommen oder haben sich gegenseitig unterstützt. Und so kann man ein inklusives Lernen, das dem Lerntyp entspricht und auch dem Lernbedürfnis, ganz anders gerecht werden. Ich beende jetzt die Präsentation und schaue mal, ob Sie Fragen im Chat gestellt haben. Frau Dörfel, ganz vielen Dank. Tatsächlich, da kommt auch schon die erste Frage. Wie sehen Sie die Anwendungsmöglichkeiten für höhere Bildung oder sogar Weiterbildungsprogramme? Also wir arbeiten mit unterschiedlichen, kann ich die Präsentation einmal aufstellen, dass ich ein Groß bin? Please click here to preview. Entschuldigung, ich antworte sofort auf die Frage. Ich sehe es gerade nicht. Wir arbeiten mit einem Bildungsträgern bereits zusammen im Bereich der Ausbildung. Im Weiterbildungsprogramm haben wir jetzt tatsächlich unterschiedliche Anfragen bekommen von Lehrerfortbildungszentren, inwiefern Scoobies auch genutzt werden kann für die Weiterbildung. Das Tool selber ermöglicht die zur Verfügung stellen von Lerninputs völlig frei, denn das Tool ist im Moment noch so, wenn man es nutzt als Schule, als Organisation, ist es erstmal leer. Es kann unterschiedlich konfiguriert werden, sodass man zum Beispiel auch Design Thinking oder andere Formen von Weiterbildungsprogrammen in Scoobies so bereitstellen kann, dass es den in der Weiterbildung dann auch den Teilnehmer und Teilnehmerinnen entsprechend gespiegelt wird, dass dann da steht Weiterbildungsprogramm oder Design Thinking, Cybermobbing. Gerade im Bereich Jugendarbeit sind wir auch aktiv und da kann Scoobies so konfiguriert werden, wie Sie das benötigen, um dann entsprechend auch die Inputs und die praktisch Begleitung der Weiterbildung einfacher möglich zu machen. Für die höhere Bildung ist ja die Frage, inwiefern Studierende damit arbeiten. Wir hatten jetzt in bestimmten Vorstellungsrunden tatsächlich die Frage, ob man es in der Erwachsenenbildung für die politische Bildung auch nutzen kann, für unterschiedliche Weiterbildungsmaßnahmen. Und wissen, haben unterschiedliche Unis, die uns allerdings im Bereich Lehramtsstudium angefragt haben, um den Studierenden im Bereich Lehramt Tools an die Hand zu geben, die sie vielleicht dann auch später im Einsatz in der Schule nutzen können. Die Slides kann ich sehr gerne, diese Präsentation, ich packe Ihnen den Link jetzt in den Chat. Dann müssen Sie sich das nur einmal, glaube ich, kopieren, bevor wir schließen. Und ich würde es auch freigeben als Kommentator, sonst müssen Sie ja jedes Mal mich anfragen. Fertig. So, jetzt, wenn Sie jetzt auf den Link klicken, müssen Sie direkt auf die Präsentation kommen. Und Frau Dörfle, Sie können über die drei Punkte am rechten Rand, ich sehe es, auch Ihren Bildschirm teilen, aufheben. Dort sehen Sie, genau. Ja. Genau, vielen Dank für den Link. Ich kann als Information noch dazu geben, wir haben das hier auch aufgezeichnet. Sie finden das, solange das Festival dauert, über die On-Demand-Angebote und über den YouTube-Kanal vom Hochschulforum Digitalisierung können Sie Frau Dörfles Session
auch jederzeit noch einmal sehen, sobald unsere COM-Abteilung das hochgeladen hat. Wir haben noch ein bisschen, wir können ein bisschen überziehen, wenn Sie noch Fragen haben. Ist das noch möglich? Ich sehe, das ist jetzt nicht der Fall. Dann nochmal vielleicht mein Kommentar, wenn Sie erlauben. Am gestrigen Tag, am Vormittag, hatten wir eine längere Session über Education Technology. Da hätte das meines Erachtens sehr gut reingepasst. Ich weiß, was Corona mit Menschen im Lehramt getan hat. Und zum Beispiel meine Schwester wäre sehr froh über so ein, wie es mir scheint, rundum sorglos Paket gewesen. Das so viele Aspekte des lehrenden Berufs abzudecken, zu bedenken scheint. Und da sieht man auch, wie vielschichtig das ist. Dann Frau Dörfli, Ihnen noch einmal ganz vielen herzlichen Dank. Ich nehme mir raus, auch im Namen unserer Audience, wünsche allen einen guten Abend und hoffe, dass einige noch beim University Future Festival heute Abend mit uns bei unserem kleinen Bühnenprogramm und morgen zum Workshop-Tag dabei sind. Frau Dörfle, letztes Mal alles Gute, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.